30. Januar 1945. Die Gustloff liegt vor Gdynia, das die Deutschen Gotenhafen nennen. Tausende Flüchtlinge drängen auf das frühere Nazi-Kreuzfahrtschiff auf der Flucht vor der Roten Armee. Mit ihrem Vormarsch haben die Truppen Ostpreußen vom übrigen Reich abgeschnitten. Letzter Ausweg, die Ostsee. Auch für Ursula Starke. Sie musste ihre Mutter zurücklassen und will sich nun zu ihren Tanten nach Sachsen durchschlagen. Wir sahen im Hafen dieses riesige Schiff liegen. Und da sagte man uns, das ist die Gustloff, die wird jetzt bald auslaufen. Und da entschlossen wir uns ganz kurz mit den vielen Menschen, die eben vor diesem riesigen Schiff sich drängten, mitzudrängen und nun auf das Schiff zu gehen. Für 2000 Menschen ist die Gustloff gebaut. Als sie ausläuft, sind mehr als 10.000 an Bord. Überwiegend Frauen und Kinder, aber auch Marinesoldaten und Geschütze. Als es dunkel wird, fährt das Schiff ohne Licht, aus Angst vor feindlichen U-Booten. Doch dann wird ein Minensuchverband auf Kollisionskurs gemeldet. Um den Zusammenstoß zu vermeiden, setzt die Gustloff Positionslichter. Eine folgenschwere Entscheidung. Der sowjetische U-Boot-Kommandant Marinesko bemerkt den riesigen Dampfer sofort. Als kurz nach 9 Uhr abends die Schiffslautsprecher Hitlers jährliche Rede an das Volk übertragen, liegt die Gustloff schon im Visier. Dieses gewaltigen Ringens, den Kranz mit der Schleife auf das Grab legen dürfen, und ihr habt doch gesiegt. Drei Torpedos schlagen ein. Aus dem Schlaf gerissen versuchen die Passagiere an Deck zu gelangen. Doch viele sind im Rumpf des riesigen Schiffes gefangen. Wie Ursula Resas und ihre Schwester. Die Rosemarie klammerte sich an mich und sagte immer, Ulla, jetzt müssen wir sterben. Jetzt müssen wir sterben, jetzt müssen wir sterben. Und ich wollte nicht. Wie gesagt, ich will nicht. Schuhe ausgezogen, immer gegen diese Scheiben gehauen. Wir haben es nun irgendwie geschafft, nach oben auf Deck zu kommen und sahen dann nun erstmal, dass wirklich etwas Schlimmes passiert war, also dass das Schiff sicher beschossen worden war. Ja, man sagte uns dann auch, es wurde ja auch hin und her gerufen und Mütter riefen nach ihren Kindern und Väter schrien nach der Familie. Es war ein fürchterliches Durcheinander. In Panik stürzen alle zu den Rettungsbooten. Doch die wenigen, die es gibt, sind festgeeist. Die Menschen schlagen sich gegenseitig fort. Menschen in der Masse sind schlechte Menschen. Die werden zum Vieh. Die haben noch Kinder, Alte und Kreise, die liegen geblieben sind. Die nicht vorwärts drängen konnten. Totgetrampelt. Ganz einfach totgetrampelt. Mir sagt ein Matrose, wenn es anfängt zu rauschen, dann auf die Reling rauf und auf diesen Zaun, der die Reling abgrenzte, und dann spring so weit du kannst ins Wasser rein. Ursula Starke springt. Andere werden von den Wellen weggerissen. So treiben sie im Wasser. Es sind minus 18 Grad und es schneit. Wir sahen manchmal Schiffe, wir hörten Schreie. Diese ganze Panik will ich gar nicht so ausführlich erzählen. Auf einer Eisscholle schrie jemand, du hast doch eine Pistole, erschieß mich doch. Du feiger Hund, du tust das nicht. Helft mir doch, ich habe Frau und Kinder. Und es war sehr, sehr böse. Endlich sah ich ein winziges, überfülltes Schlauchboot in der Nähe. Endlich hatte ich es erwischt. Ich klammerte mich an einen Matrosen, wurde energisch abgeschüttelt, ergriff ihn wieder und hielt fest. Ursula Starke schafft es. Sie gelangt an Bord eines der Torpedoboote, die zur Unglücksstelle geeilt sind. Auch Ursula Resas und ihre Schwester sind unter den 1200 Menschen, die gerettet werden. Mehr als 9000 sterben in dieser Nacht. Die Gustloff wird zum größten Seegrab der Geschichte. Bei ihren Tanten in Sachsen angekommen, schreibt sich Ursula Starke alles von der Seele. Doch ihr Tagebuch liegt bis zum Ende der DDR unberührt im Schrank.
Als Lehrerin wagte sie nicht, über das Erlebte zu sprechen. Ich bin inzwischen durch ein erfülltes und eigentlich ganz schönes Leben gegangen. Und mir haben viele Menschen dazu verholfen, dass es dazu gekommen ist, dass ich, sagen wir mal, den Zorn, die Wut, dieses Nicht-Vergessen-Können, dass das eben doch verschwunden ist.